Aber ich möchte mir hier nochmal einen Steinschwertschlüssel abholen, der sich nicht bei denen befindet. Habe ich den hinten nicht schon gekillt? Du hast keine Farbe mehr, das heißt, du müsstest schon gekillt sein. Nein. Mehr. Dich habe ich schon. Nee, dich habe ich nicht gekillt, okay. Obwohl der keine Farbe hatte. Das war bei dem da, genau. Das Item, was man da gerade links im Pfeiler gesehen hat. Das würde ich noch gerne holen. Da kommt man, glaube ich, auch so mit Frauenpower rüber, wie es ja hier jetzt ist. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Dann nehme ich den lieber mal Torrent. Nur um einmal auf Nummer sicher zu gehen. Einmal dahin. Dann gehen wir zurück. Und dann müssten wir jetzt eigentlich den Hirsch-Boss bekämpfen können. Genau da. Okay, Torrent wollte nicht. Jetzt leuchten hier alle Flammen. Das heißt, wir haben alle 10 Leuchtfeuer aktiviert. Und dann sehen wir hier vorne das Skelett des Ahnengeistes. Es brennt im Heilighornland. Und jetzt werden wir mal Exorzismus betreiben. Ja, hier in dem Raum gibt es nichts zu sehen. Ich hole vielleicht nochmal die Wölfe raus. Und dann geht's ab in den Bosskampf. Ich finde, also das ist mit einer der elegantesten Bosse. Vor allem mit dieser Bewegung, ey. Dass er so sein Feuer verteilt. 1, 2, 2 nur, okay. Jetzt macht er wieder Feuer und geht dabei. Das Feuer macht ordentlich Schaden, merke ich gerade. Ja, aber mit dem. Da kannst du noch lange mit warten. Ich sollte mich vielleicht mal heilen. Er bringt das Feuer zu mir. Das ist ein Arsch. Ich nehme lieber das Bein nicht. Machen wir mehr Schaden. Jetzt kommt wieder das Feuer. Oh. Wunderbar. Aber ein bisschen weniger aggressiv geht auch, oder nicht? Ich weiß, ich sehe da gerade erstmal noch keine Öffnung, wo man irgendwie angreifen könnte. Ja, jetzt definitiv. Das ist ja immer easy gewesen. Ich dann auch nicht noch getroffen worden wäre. Keine Scheu. Ich tu dir doch nur weh. Du brauchst keine Angst haben. Ist bald vorbei. Dann kannst du in die ewigen Jagdgründe gehen. Au. Wird knockt einen zurück. Okay. Verheilung. Ein Co-Moderator hier. Der berühmte asiatische Moderator He Ling. Besonders bekannter als Supporter aus League of Legends. Oh, du machst noch meinen dritten, okay. Eins. Naja, ein nur, okay. Ja, der Ansturm, das kennt man. Ein Pferdekuss würde ich jetzt eigentlich weniger abbekommen wollen.
Genau. Auf die Beine, Soldatin. Und wieder das Feuerspiel. Oh, wie grazil er sich bewegt und das Feuer verteilt. Sowas sieht man nicht. Sowas sieht man nicht jeden Tag, Ladies and Gentlemen. Nee. Den Horn würde ich nicht gerne abbekommen wollen. Ich würde lieber dein Feuer sehen. Komm. Zweimal. Ah, ein drittes Mal vielleicht nicht. Ich sollte vielleicht zu dem hinrollen, wenn er den macht. Genau so. Ah, den Stampf habe ich nicht kommen sehen. Boing, boing, Stampf. Gibt er noch einen Pferdekurs? Ja. Na komm. Ja. Try me, bitch. Nein, er hat mich getried. So. Na komm. Ein schwerer Angriff, nur bis Geschichte. Sag ich doch. Weg mit dem Angeist. Das Spiel steht wieder. Ah. Anonyme Asche. Hurra! Dann haben wir das ja auch hingekriegt. Bin stolz auf uns. Auf mich, besser gesagt. So, was haben wir denn als nächstes? Dann geht es jetzt noch einmal zu Stormvale Castle. Wie viel? 20.000, das reicht für ein Upgrade. Na, das heißt, wir müssen in Stormvale Castle zu dem Waldturm. Weil beim Waldturm, da kann man vielleicht so ein bisschen auf der Mauer rumspringen. Wodurch man noch an einen neuen Ort kommt. Moinsen, Bombervögel. Geht's euch so? Habe ich auch vermisst. Au. Au. Ich hab nicht gesagt, dass ihr mir folgen sollt. Und dann kann man hier runter. Hua. Oder holt sich noch hier ein Item ab? Ein Holzschild, um genau zu sein. Denkt man sich, wie kommt man denn hier weiter? Ich weiß es nicht. Oh, da hinten, da scheint es ja noch weiter zu gehen. Springt man rauf und fällt dann einfach in die Tiefe. Aber kriegt wenigstens keinen Fallschaden. Jetzt kann man den wenigstens noch zugute heißen. So, und hier. Dann möchte ich erstmal hier den Trank benutzen. Bevor der mich dann alle macht. Was wir machen ist, wir tricksen ihn jetzt ein bisschen. Der hat nämlich noch nie was von Schwerkraft gehört, habe ich gehört. Na komm. Braver, ja, braver Schmilztiegelritter. Komm. Ja, komm. Und tschüss. Oh lol, du hast es überlebt. Das hat mir jetzt aber nicht gewettet. Nee. Ich dachte, ich wäre cool, wenn ich das mache. So, komm hier runter. Lauf. Hol den Aufzug wieder. Wir müssen ihn nochmal da hochbekommen.
Währenddessen können wir uns. Ja, Na, magst du den Aufzug nicht? Ich hab gehört, du liebst Aufzüge. Komm. Na, wo bist du? Da ist er. Jawohl. Und den Zauber wollte ich halt haben. Kommt ein Schmelztiegelritter geflogen. Habe ich hier noch irgendwo was übersehen? Vielleicht nochmal ein bisschen Feuer ein bisschen Licht machen. Eine Lilie habe ich. Trinas Lilie habe ich vergessen. Ist halt so eine einfache Art, den zu besiegen. Bei Radagon geht das ja auch. Hey. Radan geht das ja auch, dass man den mit Hilfe von Fallschaden umbringt. Und wir haben jetzt hier nämlich nochmal einen Shortcut geöffnet, mit dem man dann wieder nach unten kann und so weiter. Aber ich glaube, hier geht es auch nicht so wirklich weiter. Hier hinten ist halt nichts. Und hier kommt man auch nur bedingt rum. Also heißt es, zählt wieder ab nach oben. Ich glaube, der Shortcut ist auch nur da, um den Schmelztiegelritter öfter zu besiegen, anstatt immer den gesamten Weg lang gehen zu müssen. Aber dass man den Aufzug zum Töten benutzen kann, ist dann auch wieder witzig. Und dann ist hier nämlich um die Ecke die Gnade. Und wir gehen dann nochmal ein bisschen auf Glaube. Und der Zauber braucht 24 Glaube, glaube ich. Bedimmt. Oder auch. Weiß, dass er schlecht war. Goldene Saat haben wir gerade nicht genug. Flasche verstärken können wir auch nicht. Zauber. Ja. Nehmen wir mal den. Mit den da rein, den können wir zwar gerade nicht verwenden, aber egal. Den da rein. Bestienkrallen und Tobsbarriere, oder was war das? Gültige. Erhöht die HD Schadenresistenz. Mm. Ja. Ne, das war ein Zauber, ne? Sollte die Zauber vielleicht rausnehmen und eher so auf Anrufung gehen. Dann habe ich eigentlich einen krassen Feuerball. Wieso kann ich den da nicht hinsetzen? Ah, weil er 2 verbraucht. Okay. 41 Glaube, Alter. Das ist, so weit würde ich nie kommen. Ich glaube aber, das war's dann auch. Ich habe bis jetzt alles gemacht, was ich machen wollte. Und es ist noch ein bisschen zu tun, von dem her kann ich heute nicht so lange aufnehmen. Naja, ich bedanke mich dann jedenfalls vielmals fürs Zuschauen. Sehen wir uns bei der nächsten Aufnahmesession von Elden Ring. Bis dann. Tschüss.